Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Frank Spahn. Ich bin Physiker an der Uni Potsdam, mittlerweile emeritiert, habe Physik in Halle studiert, theoretische Physik und dann in der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, später in der Max-Planck-Gesellschaft. Seit Mitte der 90er Jahre bin ich Co-IP der Raumsondenmission Cassini am Experiment Cosmic Dust Analyzer CDA. Und ich möchte Ihnen heute etwas über das Grand Finale dieser wunderbaren Mission erzählen und nahebringen, was das mit zum Beispiel Strukturbildung im Kosmos zu tun hat, mit Planetenentstehung und mit dynamischen Laboratorien, die wir selbst wirklich in der Tat noch bereisen können. Also, zur Agenda des Vortrags. Als allererstes werde ich Ihnen ein bisschen was über die Ringe, Satelliten und den gesamten Saturn mit seinem System in Film und Bildern beibringen oder beziehungsweise zeigen, wie sie Cassini gesehen hat, also mit hochaufgelösten Kamerabildern. Dann wird es ein dynamisches Beispiel geben, wie man Strukturen in den Saturnringen nutzen kann, um unbekannte, unsichtbare Monde zu entdecken oder beziehungsweise vorherzusagen. Das sind eher kleine Ringmöndlein von Kilometergröße. Und was die uns denn eigentlich erzählen über andere Scheibensysteme im Universum, nämlich wie Galaxien oder präplanetare Scheiben. Letztere sind Kinderstuben der Entstehung der Planeten, um junge Sterne in großen Staubscheiben oder Gasstaubscheiben, aus denen sich dann Planeten bilden. Als nächstes werden wir das also sozusagen, dieses Ringentstehungsszenario, werde ich sozusagen etwas streifen. Wie sind also planetare Ringe entstanden? Sind sie Zeugen der Entstehung der Planeten oder gibt es da andere Möglichkeiten, dass solche Zierden an Planeten entstehen? Was die Propeller-Moonlets, also die kleinen kilometergroßen Moonlets, mit der Planetenentstehung zu tun haben, das werden wir hier auch noch ein bisschen anschneiden. Wie man solche Körper überhaupt entdeckt, indirekt durch dynamische Berechnung, das wollen wir ein bisschen besprechen. Das Ganze, warum es überhaupt kilometergroße Monde in den Ring gibt, hat Konsequenzen für die Entstehungsszenarien der Ringe. Das Existieren solcher Monde einer bestimmten Größe weist auf eine eher katastrophale Geburtsstunde der Ringe hin, als dass sie Zeugen der Entstehung von Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren sind. Dann habe ich hier noch den Inhalt weiter ausgedehnt. Das werden wir zeitlich heute nicht schaffen. Wir haben uns dann außerdem noch mit den Kryogeisieren des Eismondes Enceladus beschäftigt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das will ich nur kurz streifen. Und Titan, der größte Satellit überhaupt im Sonnensystem, mit einer Atmosphäre, die erdähnlich und genauso dicht ist. Das wäre auch noch ein Thema, was man anschneiden könnte. Am Schluss Diskussionen, Schlussfolgerungen und Forschungen, mit denen wir uns jetzt noch beschäftigen. Also, aber zunächst möchte ich einen Film der NASA vom Jet Propulsion Lab zeigen, der ein bisschen was über die ganze Mission Cassini sagt. Das kann ich im Wesentlichen nicht so gut wie die Herren und Damen vom JPL. Also, nun wollen wir sehen, ob das starten knackt. When I first started working on Cassini, my daughter Jennifer had just started kindergarten,
And now she's married with a daughter of her own. I've worked on the Cassini project for almost 30 years, and that's an entire Saturn orbit. Part of Cassini's success is really the tremendous international collaboration. We had three space agencies contributing to this. NASA from the United States, ESA, the European Space Agency, and Aerospaziale Italia, the Italian Space Agency, all contributing hardware to this mission. The beauty of Cassini is the design. It's the largest outer planetary spacecraft ever built. 12 different instruments brought from all over the United States and Europe. The Huygens probe built by the European Space Agency. When you put all of that together, it's just a monumental machine. 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Turned the Cassini cameras down to look at the rings, revealing them in a way we had never seen them before. I remember coming back to JPL early in the morning just so I could be there and watch those pictures one by one come down. And I felt I could almost reach out and touch the rings that were right there. Basically tried to carry in our toolbox everything you could think of to explore the Saturn system. We had been collaborating with the Europeans ever since launch to make sure that we had everything right for Huygens. The Huygens probe was dropped onto Titan. These are images from a billion miles away on the surface of Titan. It's just exhilarating. They're boulders, they're pebbles. We're in a dry lake bed. And I still get goosebumps just talking about it. After everybody started getting their science, the beauty of what I saw in Cassini was they started collaborating with each other and saying, I have a picture of this part of Titan. What does your picture look like, you know? Looking back at what we were planning to do in those first 4 years, we've gone so far beyond that. We basically explored the whole solar system contained within the Saturnian system. We remapped our investigations to concentrate on the questions that Cassini raised. The fact that there is interplanetary dust raining in on Saturn, and that collection of icy satellites and moons. The fact that we found subsurface oceans on Enceladus, which surprised everyone. Two of our instruments actually sampled the plume of Enceladus as we flew through, tasting the gas, measuring the particles in a way that we hadn't planned. Cassini has changed the paradigm of where we might look for life. That will be one of her legacies. 13 years of exploring Saturn. It really is just a It's an awesome mission. So, nach dieser Einführung, die man nicht besser machen kann, finde ich, und bei der hier nur noch die Erwähnung kam, dass es Instrumente gab, die tatsächlich auch die Geysire auf dem Eismond Enceladus entdeckt haben. Das war unser Experiment. Das ist hier die Rahmensonde Cassini in voller Höhe mit 6 Metern. Man sieht es an den Personen, die hier vorne stehen. Dieser goldene Suppentopf, das ist der kosmische Staubanalysator gewesen, der tatsächlich in situ Staub misst und auch analysiert mit einem Spektrometer, sodass man also fremde Welten tatsächlich genauer inspizieren kann. Aber das soll uns in diesem Vortrag weniger interessieren. In diesem Vortrag geht es um die Ringe des Saturn und
seine Rolle für die ganzen verschiedenen Formen, die neben der Kugelform, nämlich Scheiben sind wie Galaxienscheiben, präplanetare Scheiben, die sich bei der Planetenentstehung um Sterne bilden. Und wir sozusagen diese kleinsten Scheiben im Kosmos als dynamische Laboratorien nutzen, um einiges um die Entstehung von Planeten unter anderem zu lernen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich einige der Bilder zeigen, die die Saturnringe und das ganze Saturnsystem darstellen und auch deren Ausdehnung vielleicht dabei ein bisschen zu beleuchten. Hier haben wir das gesamte Saturnsystem, um mal die Größenordnung hier zu vergegenwärtigen. Der ganze Planetendisk, also der Durchmesser des Planeten, sind 120.000 Kilometer. Das gesamte Ringsystem hat ungefähr die Entfernung Erde-Mond. Das sind also 400.000 Kilometer. Das ist also schon ein ziemliches großes System, in dem also praktisch diese gesamte Ring, das ganze Ringensemble hineinpasst. Hier haben wir ein Bild, was an der Ankunft, zur Ankunft 2004 im Juni von Cassini geschossen worden ist. Man sieht hier einen kleinen Mond, Mimas, 400 Kilometer im Durchmesser. Hier den äußeren A-Ring. Hier sieht man den Saturn und hier sieht man die Schatten der Ringe. Der A-Ring bildet sich hier oben ab. Dann ist eine Weile nichts da. Ist die Cassini-Teilung, die jeder vielleicht kennt von Bildern. Dann kommt der dichte B-Ring, der ist also opak, also so dicht, dass er kein Licht durchlässt. Das heißt also, am Anfang hatten wir hier Winter auf der Nordhalbkugel von Saturn und demzufolge haben sich die Schatten der Ringe auf dem Planeten abgebildet. Wenn man nun weiter guckt und die Raumsonde ist also sozusagen in der Ringebene, dann hat man also die Ringe hier abgebildet nur als ein einzelner ganz schmaler bzw. Flacher Disk, der also im Grunde genommen verschwindend ist. An dieser Stelle, wenn ich also im Vortrag direkt vor einem Auditorium halte, dann ist das immer die Zeit zu fragen, tja, was denken denn die Zuhörer, wie dick denn die Ringe sind? Das wäre immer die Zeit für ein Quiz, ich will es hier vorausnehmen. Die Ringe sind weniger hoch als 10 Meter. Das bedeutet, die laterale Ausdehnung sind einige 100.000 Kilometer. Die vertikale Dicke ist wie ein Einfamilienhaus hoch. Wenn man das auf ein Blatt Papier übertragen würde, das wäre ein Blatt Papier von 5 Fußballfeldern. Das ist also die flachste kosmische Struktur, die man zumindest vorfindet in unseren Beobachtungen. Trotzdem sind sie nicht zweidimensional. Das ist allerdings nur eine theoretische Bemerkung. Mich als Theoretiker interessiert das natürlich. Und diese Materiescheibe hat natürlich auch eine Eigengravitation. Und die Gravitation führt dazu, dass sich tatsächlich Wellen ausbreiten, bei der die Ausbreitung der Wellen über die Gravitation stattfindet. Also der Spannungstensor, der zum Beispiel bei uns im Schall die Schallsäule zum Bewegen bringt, ist eine Variation des Druckes. Und die Gravitation kann man in der Tat eine Rolle eines Druckes zuordnen. Auch mathematisch kann man das. Und hier sieht man wunderbare Wellen. Die werden allerdings nicht von selbst angeregt, sondern nur von den zahlreichen äußeren Monden, weil sie sich außerhalb der Ringe bewegen. Und die zupfen die Ringe an bestimmten Stellen, an sogenannten Resonanzen an und regen solche Wellen an. Das ist zum Beispiel ein Wellenpaar, welches zu einer bestimmten Resonanz gehört. Das ist die 5:3 Resonanz von Janus. Das hier links ist eine dichte Welle. Ich hoffe, Sie sehen hier meinen Zeiger. Ist der Zeiger zu sehen, Herr Pössl? Okay. Ja. Okay. Hier ist die Resonanz und hier ist eine Welle, die man als Bending Wave, also eine vertikale Welle bezeichnet.
wie soll man sich das vorstellen, wenn Sie also eine Krempe eines Huts haben, dann kann man die Wellen. Der Satellit, wenn der eine Inklination, also nicht direkt eine Bahnebene in der Ebene der Ringe hat, den Ring auch noch vertikal. Und da der Planet Saturn nicht ein perfekt sphärisch-symmetrisches Objekt oder eine Punktmasse ist, spalten diese verschiedenen Wellen auch noch in Orten unterschiedlich auf und haben unterschiedliche Wellenvektoren. Die einen bewegen sich in diese Richtung und die anderen in die andere Richtung, zum Planeten hin und vom Planeten weg. Und sie dienen zur Diagnostik, um überhaupt rauszufinden, wie dicht sind die Ringe, welche Massendichte haben sie. Und die einzige Möglichkeit somit, um ihre Masse feststellen zu können. Man kann sagen, dass die Ringe aus Eis bestehen, zu 99%, ungefähr so viel Masse Eis vereinigen, die ein 400 Kilometer großer Satellit haben würde. Nun gibt es einige Lücken in den Ringen. Hier ist eine Lücke im äußeren A-Ring. Ich werde auf die Einteilung noch eingehen. Das ist der äußere Ring von den dichten Ringen. Und da befindet sich eine 300 Kilometer große Teilung, die sogenannte Encke-Teilung. Die wird von einem Mond hervorgerufen, da kommen wir noch direkt drauf. Das ist sozusagen ein Forschungsgegenstand, der mich also 30 Jahre umgetrieben hat. Was machen Monde in den Ringen? Unter anderem Bugwellen, wie man hier sieht, die sind von dem Mond, von dem hier noch die Rede sein wird, hervorgerufen. Dann gibt es sogenannte Propeller. Das ist sozusagen eine Erfindung von uns aus Potsdam. Die Vorhersagen kamen vor 30 Jahren von uns. Bestand meine Truppe nur aus zwei Leuten, einem Doktoranden und mir. Das ist so eine Art Propellerstruktur, und die wird es im Wesentlichen in dem Vortrag dann noch im Genaueren gehen. Das ist eine weitere Propellerstruktur, die hier ein bisschen gezoomt ist, und außerdem ist die Krümmung der Form im der Ringform hier rausgerechnet, sodass man den Propeller mal so sieht. Dann hat es also sozusagen 2008 einen Sonnendurchgang direkt an der Äquatorialebene, also in der Ringebene, gegeben, und da gab es jede Menge Schatten. Da sieht man zum Beispiel die Lücke verursachenden Mond Pan, das ist sein Name, 28 Kilometer groß, und dessen Schatten. Der hat praktisch wie so in eine Tentakel hier den Ring überstreicht. Oder hier der kleinere Mond Daphnis ist auch sozusagen zu sehen mit im Schatten, und Bugwellen, die er auch wirft, die nicht bloß lateral, sondern auch vertikal sind, also auch die Bugwellen werfen Schatten. Hier nochmal dasselbe zu einem anderen Zeitpunkt, da ist die Sonne schon wieder am Steigen. Und das ist hier zum Beispiel die vertikale Ausdehnung eines Propellers. Die haben also sozusagen auch eine vertikale Struktur. Und stellt sich der Planetologe Bill Hartman die Ringe vor. Das ist ein ganz eindrückliches Bild. Hier kann man sich also vorstellen, die Ringteilchen sind aus Eis bestehend in den Größenordnungen von Zentimetern bis zu Einfamilien oder Villen groß, aber nicht größer ist möglich. Warum? Weil wir hier mit dem Material relativ nah am Saturn sind. Die Gravitationskraft ist aber so groß, dass sie den jeden größer ausgedehnten Körper sozusagen im Orbit zerreißen würde. Das ist ganz klar, die Gravitationskraft ist eine Abstandskraft. An der Seite zum Saturn gewandt ist die Kraft größer als außen. Wenn man die Zentrifugalkraft wegrechnet oder abzieht, dann entsteht eine effektiv zerreißende Kraft, und es können keine Objekte entstehen oder sich selber bilden, die größer als ein reichlich ausgedehntes Einfamilienhaus von 20, 30 Metern, mehr ist nicht drin. Hängt auch noch von der Position im Ring ab. So, und das bringt uns jetzt hier zu dem Beispiel, dynamisches Laborbeispiel. Warum habe ich das so genannt? Einer meiner Vorträge war überschrieben: Planetary Rings Dynamical in Our Dynamical Natural Labs. Und dieses Beispiel sind Kleinmonde in den Ringen. Das ist im Wesentlichen eigentlich
eines der Hauptthemen in meiner wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Warum ist das dann ein Indikator für die Entstehung planetarer Ringe und der Planetenentstehung? Das werden wir gleich sehen. Und da gehen wir jetzt auf im nächsten Schritt erstmal auf Szenarien zurück, die seit ungefähr 30, 40 Jahren im Gespräch waren. Das erste, und das war lange Zeit das bevorzugte, ist das kogenetische Entstehungssystem, Szenario. Das bedeutet, dass die Ringe die Überbleibsel oder Zeugen der Entstehung unserer Planeten sind, die sich alles Material und alle Planeten und auch ihre Satelliten haben sich aus einer riesengroßen Scheibe, einer Planetesimal Gas- und Staubscheibe, die sich um den jungen Stern Sonne gebildet hat, geformt. Diese präplanetare Scheibe ist im Grunde genommen bevölkert von Planetesimalen, das sind die größten Objekte gewesen, aber im Wesentlichen Staub und Gas, und die Gezeiten und die Störungen untereinander führt dazu, dass Stöße Teilchengrößen zur Akkretion führen, und am Ende können in dem Saturn-Umgebung, also wenn man sich überlegt, dass die 60 Satelliten des Saturn alle auch in einer Unterscheibe um den Saturn entstanden sind, dann ist die Nähe zu dem Planeten in der Region, wo die Ringe heute sind, führt zu Gezeitenkräften, die so groß sind, dass das Spektrum der Teilchen, die sich in Ringen, die also als Überbleibsel der Planetenentstehung noch Zeugnis ablegen, sind Zentimeter groß bis maximal 10 Meter. Der andere Vorgang, der solche Ringe entstehen lassen kann, ist die Kollision eines Kometen oder Asteroiden mit einem Eismond. Und es gab also noch deutlich mehr Monde in der Entstehungsphase, als man sie jetzt vorfindet. Und deren Teilchengrößen gehen ebenso bei Zentimeter los. Die untere Grenze ist im Wesentlichen durch das Plasma und die Eigenschaft Adhäsion und Gravitation an der Oberfläche begrenzt die untere Größe zu Zentimetern bis Dezimetern. Diese Teilchengröße ist also von Zentimetern anzusetzen bis zur Größe der Projektile. Und die Asteroiden und Kometen haben einige zig Kilometer in der Größe. Das bedeutet, hier ist wieder ein Bild von Bill Hartman, der übrigens also noch ein hervorragender Planetologe ist, wie er sich das ungefähr vorstellt, was passiert, wenn also sozusagen ein Einschlag auf einen Eissatelliten den also zerlegt und einen Ring in wenigen Orbitperioden bildet. Das heißt also, sollte es uns gelingen, Monde, wir nennen sie in Zukunft Moonlets, in der Größe von 100 Metern bis einigen Kilometern in Saturnring zu entdecken, dann würde das ganz klar diskriminieren, dass der kogenetische Ursprung offensichtlich nicht der richtige ist. Und das war eine Aufgabe, der ich mich gestellt habe, also noch zu DDR-Zeiten. Und da war, was der Physiker dann macht, er macht eine Modellierung. Das Modell sah so aus, man hat also einen Zentralkörper, das ist der Saturn. Da hat man hier einen Ring mit vielen Teilchen, die bewegen sich nach Kepler mit einer Geschwindigkeit 1 durch Wurzel r, wie man das zumindest diejenigen, die sozusagen Physik nicht abgewählt haben, denen sollte das vielleicht noch erinnerlich sein. Also eine differenzielle Rotation, sind die schneller, außen langsamer. In den packen wir einen kleinen Mond rein. Wir lassen noch zu, dass die Teilchen miteinander stoßen können. Das heißt also, auch eine kinetische Interaktion haben und eine so Art eine viskose Scheibe bilden. Die Stöße und Wechselwirkungen untereinander kann man in einem Transportkoeffizienten Viskosität festmachen. Die Primärkörper, der Planet und das Moonlet, die sind wesentlich größer als die Ringteilchen, so massiv, allerdings auch noch sehr unterschiedlich. Das ist in Wirklichkeit auch so ein Kilometer großer Mond oder 2 Kilometer großer Mond in den Eisringen, hat natürlich vernachlässigbare Masse gegenüber Saturn,
mit 5 × 10 hoch 26 Kilogramm. Dazu muss man sagen, dass so ein Moonlet vielleicht 10 hoch 9 Kilogramm hat. Nun gilt es sozusagen auszurechnen, was macht so ein Störkörper in den Ring für eine Struktur. Warum ist das wichtig? Das ist aus dem Grund wichtig, dass, stellen Sie sich vor, Sie haben kilometergroße Objekte in einem Ring, der 100.000 Kilometer ausgedehnt ist, zu identifizieren. Alles ist Eis, und zwar mit einem Albedo von nahe 1. Sie werden also nicht in der Lage sein, einen kilometergroßen Körper mit den Kameras, die zur Verfügung standen und die von Cassini lagen bei 2-3 Kilometern in der besten Auflösung, geschweige denn bei Voyager, das waren dann 10-15 Kilometer. Aber die Idee war, so ein Körper, der also einige Kilometer oder bis zu einem Kilometer groß ist, hat eine gravitative Wirkung auf die Ringteilchen. Gibt es irgendeine Struktur, die der bildet? Ja, die hat es. Was der Physiker dann macht, er untersucht die Prozesse, die dabei wichtig sind. Der Mond stört und streut das Ringmaterial. Das verändert die Dichten. Und wenn eine Struktur entstanden ist, machen die Kollisionen Folgendes. Die versuchen das als destruktive Kraft, will ich mal sagen, alles wieder zu egalisieren. Nämlich das ist Diffusion. Das Ganze rechnet man mit ganz simplen, mehr oder minder simplen Bilanzen der Masse, Impulse und Energie aus. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Hier ist mal ein Sketch, was man sich vorstellen muss. Das Blaue hier ist das Moonlet. Ungefähr ein paar hundert Meter im Durchmesser, ein Kilometer groß ungefähr. Wir fahren mit dem Moonlet mit. In der einigen 10 Kilometern pro Sekunde. Also wir sitzen auf dem Mundlet sozusagen. Und hier versucht er, eine Struktur zu machen. Die gestörten Teilchen sind merkwürdigerweise nicht gerade in der Umgebung der Bahn des Mondes selber. Das hat damit zu tun, dass wir hier noch andere Kräfte berücksichtigen müssen, nämlich Coriolis- und Zentrifugalkräfte. Die führen dazu, dass das Mondlein jenseits seiner Bahn, die Bahn ist also hier gerichtet, hier irgendwo unten oder oben ist der Mond, der Planet, und er bildet also zwei Lücken, die eigentlich gerne ganz um den Planeten wandern würden, aber die Diffusion macht in der Strukturbildung sozusagen einen Teil wieder zunichte, und es entsteht sowas wie ein Propeller. Wenn man das Ganze nun mathematisch auswertet, hier diese Profile werde ich mal jetzt nicht näher diskutieren, das ist das Streuprofil. Man könnte sich, die Physiker werden sich der Rutherford-Streuung erinnern, das ist faktisch sehr ähnlich, nur das Dumme ist, dass das Ganze noch in krümmten Bahnen im Orbit zu rechnen ist. Insofern ist das ein bisschen verkniffelter als die Rutherford-Streuung, aber sie macht eben so eine Struktur, und das Ganze kann man dann numerisch lösen, also wenn man die Masse, Impulse und Energieerhaltungsgleichung und die Streuungsgleichung zusammenführt, sind das also Balancegleichung und Integralgleichung. Hier sieht man also die Strukturen, die entstehen. Was sieht man hier? Hier sind zwei Bilder, zweier Körper, die unterschiedlich groß sind. Bleiben wir mal hier am linken Bild. Das ist das Propellerbild. Hier bewegt sich der Mond in diese Richtung. Irgendwo hier links geht es zum Planeten. Das Mondlein bewegt sich also mit ca. 10 Kilometern pro Sekunde. Und die Ringmaterie hier rechts und links strömt schön an dem Mond vorbei, bildet so eine Art Propeller. Und das ist ein Körper von 100 Metern Hill-Skala. Das ist ungefähr die gravitative Einflusssphäre dieses Körpers, die entspricht ungefähr 5/3 seines Radiuses, also ein bisschen mehr als der Radius. Das sind also ein Radius von, sagen wir mal, 80 Metern, ein 120, 130 Meter großes Objekt, würde also so einen Propeller machen. Hier drüben ist ein Kilometer großer Mond. Und da kann die Struktur ganz um den Ring wandern, und praktisch diese Struktur würde hier am Ende wieder ankommen bei dem Propeller. Und das tut es bei großen Monden. Und sobald
es der Körper in der Lage ist, die Diffusion zu besiegen, ist das, dauert es nicht lange und eine Lücke ist dann im stationären Zustand freigelegt. Das heißt also, man halte fest, die Grenzgröße ist ungefähr 1,5 Kilometer. Das hängt davon ab, wie dicht das Eis gepackt ist. Also 1 bis 1,5 Kilometer im Durchmesser. Alles, was größer ist, macht wirklich Lücken. Größere machen also Lücken, kleinere machen Propeller. Anhand der verschiedenen Ausmaße, also wenn wir jetzt sowas entdecken würden, können wir an dem radialen und azimutalen Vermessung, radial wäre diese Richtung, also hier geht es radial zum Planeten und hier ist es azimutal, das bedeutet also in azimutaler Bewegungsrichtung. Man kann diese Dinge vermessen, die radiale Weite dieser Strukturen hängt mit der Masse des Mondes zusammen, ergibt sich aus dem Dreikörperproblem und ist die Kubikwurzel der Masse des Moonlets. Diese azimutale Skala hängt aus dem Verhältnis der Masse des Moonlets mit der Viskosität der Scheibe zusammen. Je weniger viskos das Ding ist, umso weiter reicht der Propeller. Das heißt, die Viskosität oder, gibt mir Ausdruck, wie viel der Bewegungsenergie dissipiert wird. Das heißt also, diese Strukturvermessung würden uns in der Tat eine Handhabe geben, die Masse und auch die Transporteigenschaften dieser Ringmaterie, eines granularen Gases, könnte man sagen, genauer zu beleuchten. Nur das Ganze haben wir in den 80er und 90er Jahren und in den 2000er Jahren publiziert. Da will ich nie näher drauf eingehen. Mehr Formeln gibt es hier nicht. Aber die sind für die Vermessung sehr wichtig. Hier haben wir dann das Ganze noch richtig mit Teilchensimulationen gewürzt. Und dann gibt es also zu den Propellern tatsächlich noch zu dem theoretischen Modell, was ich also damals vor 30 Jahren gemacht habe, das war axialsymmetrisch. Axialsymmetrisch bezüglich aller anderen Strukturen, abgesehen vom Propeller. Da gibt es also dann noch Wellenphänomene, die man relativ einfach erklären kann. Aber leider reicht die Zeit leider hier nicht aus, sodass ich hier weitergehen muss. Das hängt damit zusammen, dass dieses Mondlein aus Kreisbahnen exzentrische Bahnen macht. Vielleicht kann man das dann auch in dem nächsten Bild sehen. Komm her. Hier haben wir Simulationen, mal Teilchensimulationen, die ungefähr illustrieren, wie das abläuft. Hier ist das Mondlein, wir sitzen auf dessen Rücken, reiten also mit 10 Kilometer pro Sekunde um den Saturn. Alles, was innerhalb ist, ist langsamer als wir, das strömt also nach rechts weg. Alles, was außerhalb ist, strömt nach links an uns vorbei. Und hier sieht man, dass die Teilchen dann alle exzentrische Orbits kriegen. Und das hier ist eine Orbitperiose. Also diese ist eine Phase, was bedeutet, zwischen dem Teilchen, was hier einen Kick gekriegt hat und dann hier angekommen ist, ist eine ganze Umrundung um den Saturn hat eine ganze Umrundung stattgefunden. Und dadurch hat man hier verschiedene Wellenstrukturen zu gewärtigen. Das heißt also, wenn wir in den Ringen nach Monden suchen wollen, erwarten wir für große Monde ein Gap mit einem Ringlet in der Mitte, das ist noch eine andere Sache, verziert mit einer Bugwelle, das hatten wir bei Pan schon, oder für die kleinen Knaben, also für die nicht ganz so wichtigen, gibt es dann einen Propeller, aber auch mit der Verzierung der Haare der Bugwellen. Tja, das erste sozusagen, die Nagelprobe ist das Experiment. Die besten Experimente für diese Entdeckung sind natürlich zunächst erstmal die Bilder. Und das ist hier zum Beispiel im äußeren A-Ring die Enke-Teilung. Das Ringlet ist auch eine der Strukturen, die wir mit vorhergesagt haben. Da bin ich jetzt heute gar nicht groß eingegangen drauf. So ein Ringlet bevölkert die Region der sogenannten Hufeisen- und Kaulquappenbahnen. Das ist ein ganzer Zoo. Das sind Bewegungsbahnen des Dreikörperproblems. Und außerdem sieht man diese Bugwellen auch sehr schön hier dem Satelliten, der jetzt gerade hier unterhalb dieses Bildes ist, nachfolgen. Das ist praktisch wie eine Bugwelle eines Bootes.
dass der Mond da, Pan ist auch tatsächlich noch aus Bildern von Cassini entdeckt worden, von Voyager entdeckt worden. Auf 4 Bildern hat es also tatsächlich 2 oder 3 Pixel gegeben. Cassini hat da schon ein bisschen mehr machen können. Wie man hier sieht, da sieht man also, wie Pan, der ungefähr in der Ausdehnung hier 28 Kilometer groß ist, sieht eher aus wie so eine Zitrone. Jetzt kommen wir gerade mit der Raumsonde in die Ringebene. Okay, das war dazu. Nächstes. Moment. Ja. Und diese Vorhersage des Mondes Pan hatten wir also schon vor dessen Entdeckung gemacht. Und da ist es mir tatsächlich gelungen, noch zu DDR-Zeiten in Nature zu platzieren. Ja, entschuldigen Sie meine Eitelkeit. Das Brot des Wissenschaftlers ist also das Verkaufen in guten Zeitschriften. Und hier sieht man noch Existence of Moonlets in Saturn's Rings Inferred from the Optical Depth Profile. Hier steht noch Institut für Kosmosforschung der ADW, Adlershof. Ja, nun könnte man denken, da dürfte ja der Chef und die Direktoren alle ganz froh gewesen sein und ihn auf die Schulter geklopft haben. Ich habe also damals gedacht, mit Nature wird das wohl nie was werden. Die Anekdote geht also dahin, dass ich meine Arbeit von zu Hause meiner Frau mitgegeben habe, die in West-Berlin ihre Oma zum Geburtstag besuchen durfte zu DDR-Zeiten. Dachte mir, wird sowieso nicht. 3 Wochen später hat der David Lindley mir einen Brief geschrieben, würde gratulieren Ihnen, bis auf kleine Änderungen ist das Ding angenommen. Als ich an dem Morgen zur Arbeit kam, stand der Dackel von der Firma schon vor meinem Arbeitszimmer. Aber egal, also es gab eher Ärger, als dass man große Freude hatte. Okay, nun geht es weiter. Hier haben wir noch einen weiteren Mond, den Cassini entdeckt hat. Das ist der Daphnis oder die Daphnis. Nur 7 Kilometer, deswegen ist die Lücke ohne 300 Kilometer weit, sondern im äußeren A-Ring 40 Kilometer weit. Okay. Hier gibt es noch ein paar Arbeiten von uns, da haben wir sogar mal ein Cover bekommen. Mein Assistent oder vormaliger Doktorand in Geophysical Research Letters. Und hier sind noch mal Bilder, was der Daphnis für nichtlineare Wellen macht. Das sind schon anständige Herausforderungen, wenn man das erklären will. Das ist nun Pan, eines der letzten Bilder, und sehr schön und interessant zu sehen ist, diese Bauchbinde hier sind nichts anderes als Signaturen der Akkretion von Ringmaterial um seinen Äquator. Das bedeutet also, dort ist tatsächlich Akkretion, das ist also gravitatives Anlagern von Material, und Fragmentation tatsächlich immer in der Balance. Und die wachsen bis an ihre sogenannte Hill-Skala und können dann nicht mehr weiter wachsen, weil dort die Gravitationskraft ihre Reichweite versiegt. Okay. Nun haben wir aber jetzt 2 Monde entdeckt, aber 2 Schwalben machen noch keinen Sommer. Wir brauchen sozusagen die gesamte Klasse der Wolkenkratzer-Klasse, sage ich mal, so einige 100 Meter. Und das konnte natürlich Voyager vor 40 Jahren nicht leisten, aber sehr wohl Cassini. Wir suchen also nach Propellern in Saturns A- und B-Ring. Ich zeige nochmal, wo A- und B-Ringe von Saturn sind. Das sind also die beiden äußeren, dichtesten Ringe. A-Ring, hier haben wir nochmal, bin ich Ihnen schuldig geblieben. Hier ist der A-Ring, das ist die Cassini-Teilung. Das ganz helle ist der nahezu opake, also völlig dichte B-Ring, dass die optische Tiefe weit über 1 ist. Das bedeutet, da kommt eigentlich kein Photon durch. Das war schon zu schnell. Und diese äußere Region im A-Ring ist untersucht worden. Und wenn wir da mal reinzoomen, dann sieht man hier sowas wie Libellen oder sowas, was da rumfliegt. Das Ganze sind nichts anderes als tatsächlich die allerersten Bilder der Propellerstrukturen. Und ich hatte sogar die Ehre, diese Arbeit zu referieren. Wir waren an dem Tag mit der Arbeitsgruppe Bohlen, hatten einen feuchtfröhlichen Abend, bin abends nochmal hoch in mein Arbeitszimmer gegangen. Und da ist vom Editor von Nature mir eine Bitte nach Referierung in der Arbeit entgegengekommen. Als ich die Bilder sah, dachte ich, das kann doch nur eins sein. Und das war es in der Tat, dass der Beobachter bzw. Cassini
Teammitglied von ISS-Experiment, also es sind die Kameras. Matt Tiscareno hat die Entdeckung wesentlich aus den Bildern rausgesaugt. Und ich habe dann die Ehre gehabt, ein Essay in Nature zu schreiben in derselben Ausgabe. Dann haben wir selber weitergesucht, als die Bilder frei waren. Mein vormaliger Doktorand Miodrag Zremschewitsch hat dann auch noch weitere XXL-Propeller, habe ich sie mal genannt. Hier haben wir also ein Bild. Ich will nochmal zurückgehen. Das ist hier der Propeller Blériot. Das ist also, man hat den Propeller die Namen von Aviatoren gegeben. Der Blériot ist einer dieser ersten Flugzeughelden gewesen. Die Strukturen sind dann ganz schön beachtlich. Das Ganze ist in Kilometern angegeben. Azimutal sind das also einige zigtausend Kilometer. Das hier sind 2000 Kilometer nach rechts und links. Und man beachtet, dass das hier auseinandergezogen ist. Das sind, wie gesagt, hier bloß wenige Zigkilometer. Das sind also hier im Grunde genommen Größenordnungen, die dem das Vielfache des Körpers selber, der ist also ungefähr 800 Meter groß, das sind vielleicht einige Zigkilometer, die das sind. Das sind also Strukturen, die man ganz gut entdecken kann. So sehen sie dann tatsächlich aus, wenn man das nicht auseinander oder wenn man es nicht aufbläst. Kann man auch noch ganz gut vergleichen mit unseren Simulationen. Und das bedeutet also, die vorhergesagten Merkmale, die wir also in der Modellierung ausgemacht haben und die Modellierung ergeben haben, haben sich bestätigt. Die Vermessungen der radialen Strukturen geben also Massen und Größen von 1 Kilometer großen Objekten zum Besten. Also das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Was erstaunlich war, ist die relativ hohe Ringviskosität, mit der wir aufwarten konnten, um die Strukturen dann tatsächlich gut anzupassen. Das ist immerhin ein Faktor 5 höher als das, was vorher angenommen wurde. Aber das ist bei granularen Gasen auch wirklich nicht ganz einfach zu bewerkstelligen, wie man also eine Viskosität dann dort wirklich definiert, weil das sind ja keine Moleküle, sondern so, wie will man die Viskosität von wechselwirkenden dreckigen Schneebällen festhalten? Kann man, ist eine Theorie, mit der wir uns auch beschäftigt haben, geht jetzt am Zeitlimit vorbei. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Minuten. Die ganze Untersuchung mit allen Cassini- und Voyager-Daten lässt sich dann zusammenfassen, dass die bekannte Dichte oder Größenverteilung, was hier dargestellt ist, ist die Verteilung der Größen im Radius, also die Häufigkeit in Log-Log-Plot. Das bedeutet, das ist ein Power-Law. Das geht also in dem Falle linear als Power-Law nach unten. Das heißt, es gibt sehr viele Zentimeter kleine, ganz, ganz wenige Meter große. Und das, was wir gemacht haben, führt zu einem viel steileren Abfall der Population der Moonlets. Und das Ganze lässt uns dann auch noch tatsächlich schlussfolgern, dass es einen Gürtel von Moonlets bevorzugt gibt. Warum zeige ich nun dieses Nature Paper? Da bin ich besonders stolz drauf. Außer den alten Knackern, Spahn und Salo, die Professoren, waren alle, die hier sonst drauf sind, meine Doktoranden. Jürgen Schmidt ist mittlerweile selber Professor. Miodrag Zremschewitsch war Assistenzprofessor und hat sich aber dann in andere, lukrativere Arbeits- und Forschungsregionen begeben. Leider zu meinem. So, okay. Hinweise zur Ringentstehung. Wir wollen festhalten, die kogenetische Stehung lässt also Entstehung lässt also keine Ringkörper zu, die größer als eine Villa sind. Da wir jede Menge so 100 Meter bis Kilometer große Moonlets gefunden haben, wir haben also mittlerweile über 200 Propeller entdeckt. Wenn man das hochrechnet, sind das einige Millionen solcher Propellerobjekte. Das lässt darauf schließen, dass die Ringgeburt eine brutale gewesen ist. Entweder dass der Einschlag eines Projektils. Es gibt auch eine weitere Theorie, ein Stripping off eines größeren Planeten, Satelliten, wie zum Beispiel ein
Proto-Titan, der aber durch Migration dem Planeten zu nahe gekommen und dessen Eishülle, die äußeren Schichten von Titan sind im Wesentlichen auch Wassereis, sozusagen dabei bei der Gezeitenzerreißung losgeworden ist. Diese beiden Theorien sind immer noch im Gegenstreit und noch nicht genau entschieden. Auf jeden Fall ist es kein kogenetisches Ereignis. Die Ringe haben ein Alter von einigen 100 Millionen Jahren, aber nicht 4 Milliarden Jahre. Okay, das kogenetische Entstehungsszenario können wir also im Grunde genommen knicken. Und hier können wir dann diese Größenverteilung durch sogenannte koselektive Reakkretion und Erosion, eine Balance aus Akkretion und Fragmentation, möchte ich mal sagen, nun ganz gut erklären. Es gibt noch einige ganz wilde Strukturen, wie die wir noch entdeckt haben. Erstmal Propeller, wo wir also tatsächlich auch die Wellen zumindest ahnen können. Ne? Das ist Blériot nochmal. Das ist Saint-Estomont, das ist ein Bild, was besonders interessant ist. Das ist einmal im Gegenlicht, da sieht man die Lücken sehr schön. Und im Licht, durch Schienenlicht tauchen die Lücken nicht wieder auf. Das liegt einfach daran, dass noch viele Staubteilchen, also kleine Mikrometerteilchen, Vorwärtsstreuer sind. Da sind die Licht, aus diesem Winkel sind die Lücken leider nicht zu entdecken, obwohl dort wesentlich weniger Material ist. Das hat was mit der Mi-Streuung zu tun, will ich auch nie drauf eingehen. Das ist wieder eine unserer Simulationen, will ich nie drauf eingehen. Hier ist nochmal Daphnis, der die Ringe ordentlich durcheinander rührt. Und was noch für Dinge hier an dieser Stelle in der Daphnis-Keeler-Lücke entstehen, sieht aus, als würde Wind über dünnen Kanten pusten. Ja, das ist aber Plasma und es kann durchaus auch dreidimensional eine Struktur nach hinten sein. Auf jeden Fall sind hier Strukturen am Wirken, die nicht so auf Anhieb zu erklären sind. Außerdem sieht man so fellartige Strukturen, an denen sitzen wir auch. Das hat wohl auch was mit Akkretion und Fragmentation und Koagulationsbalance, also mit kinetischen Prozessen zu tun. Eine Sache, an der wir jetzt auch sitzen, auch eine Sache, die wir leider nicht weiter beschreiben können. Hier ist noch eine Bildanalyse, die der Matt Tiscareno gemacht hat, in der man ausgerechnet oder rausgerechnet hat, die azimutalen Strukturen und nur noch die Textur gelassen hat. Und in bestimmten nicht resonanten Gebieten scheint das Zeug besser zu klumpen. Ist klar, da wo keine Störungen sind, können die sich besser anlagern. Aber es gibt, wie gesagt, noch eine Menge. Hier gibt es noch vertikale Strukturen, ich will es nochmal vergrößern, an der sogenannten 2:1 Kante zwischen Cassini-Teilung und B-Ring. Und wenn man diese Schatten, ich hoffe, die sehen Sie alle, in Höhe misst, dann sind das Zacken, die ungefähr 3 Kilometer in die Höhe reichen. Ich möchte nochmal erinnern, die Ringdicke im Mittel ist weniger als 10 Meter. Das bedeutet, an diesen Kanten, wo die Resonanzen stark sind, passiert irgendwas. Was hochinteressant ist, da haben wir unsere Ideen, kann ich auch nicht drauf eingehen. So, Propeller Cassini beobachten lassen also zu. Hunderte bislang entdeckter Propeller im A-Ring. Das ist der äußere Ring, von dem wir, der dichten Ring, von dem ich heute erzählt habe. Erwartet, dass diese Zahl ist älter, mittlerweile sind wir bei einigen Millionen. Die radiale Skalierung gibt uns Moonlet-Größen und Massen. Das bedeutet, wir können also sagen, es sind Körper von Kilometergröße in den Ring zu einigen Tausend und von 100 Metern könnte es sogar einige Millionen sein. Hier kommen die Zahlen nochmal. Die ganz besonders großen XXL-Moonlets sind also 500 bis 800 Meter im Radius. Das sind die Kollegen Blériot und Earhart. Earhart war auch eine Flugpionierin, eine der ersten Frauen, die sozusagen Flugzeuge bewegt hat. Pan und Daphnis sind die, die man also tatsächlich als Ringmonde bezeichnen kann. Die anderen sind eher Moonlets. Die weiteren Skalierungen führen also zu Transportprozessen. Wir können also eine Viskosität dem Ringmaterial zuschreiben. Und die Entstehung der Ringe ist offenbar eine
sozusagen Zerstörerische gewesen. Sie sind also keine Zeugen der der Planetenentstehung. Was gibt uns das Ganze nur zu trinken? Man könnte sagen, protoplanetare Scheiben sind die großen Brüder, Pendants der kleinen Scheiben der planetaren Ringe. Denn man denkt, das sind die Kinderstuben der Planeten. Hier sieht man mal einen stehenden Stern, der noch richtig viel Material um sich herum umtreibt. Das wird sich natürlich eliminieren, weil im Zeitlauf der Äonen alle nicht stabilen Orbits entweder akkretiert oder weggestreut sind. Um ein größeres Planetenembryo bildet sich eine Subscheibe, aus denen sich dann Satelliten oder Ringe bilden könnten. Es kann durchaus sein, dass alle Planeten früher mal Ringe hatten, aber deren Lebensdauer ist eben, wie gesagt, viel kürzer als 10 hoch 9 Jahre, eher 10 hoch 7 oder 10 hoch 8. Man hat also solche Dinge auch simuliert, wie hier Massey oder auch Artimovich, ein russischer Kollege. Man findet also ähnliche Strukturen wie die Propeller, nur dass dort die Gasstaubscheibe andere Transportprozesse und damit auch andere Wellen, andere Welleneigenschaften, also diese Haare, die unsere Moonlets haben, durchflügen eine kosmische präplanetare Scheibe anders als im planetaren Ring. Okay. Darauf will ich nie eingehen, da haben wir mal ein Essay schreiben können. Das hier ist zum Beispiel mit dem ALMA-Experiment, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, hat man also hier eine Scheibe entdeckt, die also auch Strukturen hat. Man muss sich hier vorstellen, das ist ein Stern und das hier ungefähr, das Innere, ist ungefähr die Größe unseres Sonnensystems, also äußere Kante 40 astronomische Einheiten, also fast doppelt so weit. Was man sieht, eine Menge radialer Strukturen, und das lässt natürlich unter Umständen Schlüsse zu. Mit etwas Science Fiction können wir sagen, dass solche Strukturen in Sternentstehungsgebieten wie hier zum Beispiel im Orionnebel und deren Strukturenanalysen in naher Zukunft sozusagen zulassen wird, dass wir Protoplaneten durch indirekte Beobachtung von Störungen in protoplanetaren, präplanetaren Scheiben mit allerhöchst auflösenden Weltraumteleskopen beim Wachsen zuschauen können. Das, finde ich, ist eine ganz interessante Perspektive. Und hier schließt sich eben der Kreis, wozu ist denn das gut, was wir also an den Ringen da durchgetestet haben, wo man auch genauer hingucken kann, und welche Folgerungen wir auf Scheiben um Sterne zum Beispiel daraus ziehen können. Also, weitere Forschung bei uns sind noch oszillatorische Instabilitäten. Dann haben wir uns um die Geysire des Enceladus gekümmert. In der Tat war auch unser Experiment, unser kosmischer Staubanalysator, den ich immer relativ abschätzig unseren Staubsauger nenne. Wir waren also sozusagen da 2004 die ersten fünf, 2005 und 2006. Und da hatte ich die Ehre, ein Science Paper dazu anzuführen, als wir die ersten waren, die da rumgeschnüffelt haben, diese Geysire direkt zu vermessen mit dem Detektor. Staubwolken und Monde, Ringnetz in dichten Ringen und gestörte Ringe, die Kinetik der Größenverteilung und so weiter. Das sind Dinge, die uns noch so umtreiben. Und da danke ich Ihnen nur für Ihre Aufmerksamkeit. Und muss mir noch mal angucken, was dann die nächste, die das wäre jetzt von meiner Seite. Ich hätte natürlich, wie gesagt, noch was über Geysire und auch über die Ozeane und Meere des Titan sagen können, aber ich sehe hier schon Fragen. Erste Frage. Meines Wissens wurde Cassini zweimal durch die Ringe des Saturns gesagt, wieso gab es dabei keine Kollision mit den Teilchen. Das war nicht nur zweimal, sondern das ist sozusagen deutlich häufiger gewesen. Also kommt schon die zweite Frage. Ich bin erstmal mit der ersten. Das hat stattgefunden im D-Ring. Das ist kurz über der Wolkenkante. Der D-Ring ist ungefähr so dicht wie manche Teile des E-Rings. Das ist außerhalb
Der E-Ring ist produziert von oder wird hervorgerufen durch den Geysirmond Enceladus. Das heißt, er pustet mit seinen Geysiren einen Ring, der eine gewisse Dichte hat. Und so wenig dicht ist auch der innere D-Ring an der Wolkenoberkante. Das Risiko war da, Sie haben völlig recht. Wir sind dort, ich weiß nicht, das wüssten meine Mitarbeiter besser. Ich glaube, 7 oder 8 Mal in den finalen Orbits durchgeflogen. Können auch mehr gewesen sein. Ich auf jeden Fall kurz über der Wolkenkante jedes Mal, haben wir also sozusagen schon den Gas-Track als Bremse genutzt. Und damit wurde natürlich die Halbachse auch immer geringer. Und am Ende ist natürlich Cassini im Saturn verglüht. Also es gab keine Kollision, aber Sie haben völlig recht. Die Wahrscheinlichkeit, das Glück oder Unglück hängt von der optischen Tiefe und damit der Wahrscheinlichkeit ab, dass wir mal mit so einem Bus zusammenkrachen. Die ist relativ gering dort innen gewesen und am Ende einer solchen erfolgreichen Mission werden alle Beteiligten immer mutiger und das heißt also, das hat also ohne großen Schlag geklappt. Frage 2. Mit Cassini wurden viele Entdeckungen gemacht. Welche ist für Sie die größte? Das ist natürlich eine tolle Frage. Also die Geysire sind auf einem 450 Kilometer großen Eismond, der darauf schließen lässt, dass dort ein Untereis oder unterirdischer Ozean, der Meerwasser führt, Meerwasser in jeder Hinsicht, EH und EE, als die Erde hat. Das ist schon mal ein Knaller. Da haben also die Astrobiologen auch schon Oktopus herumfliegen sehen. Ja, das ist sicher ein großes Ding. Titan ist mit den Dünen, mit den Seen und Ozeanen auch was ganz Faszinierendes. Das bedeutet, also ich hätte da noch ein Bilderpaar gehabt, aber das gibt also sozusagen große Meere oder Ozeane. Das ist natürlich nicht Wasser, sondern Methan. Relativ frisch baden kann man da nicht. Die Ringe sind für mich als Dynamiker und theoretischer Physiker immer interessant. Und damit also sozusagen die dichte Wellentheorie, die von uns auch mit entwickelte oszillatorische Instabilität, das sind axialsymmetrische Wellen, die man auch tatsächlich entdeckt hat. Und auch finde ich unser Propeller ganz interessant. Aber wie gesagt, ich möchte mich da, das ist die Propellerei und das Rumschubsen von Moonlets mache ich, wie gesagt, seit 1985 und bin natürlich dadurch ein bisschen gebiased. Also es gibt viele interessante Sachen. Natürlich sind auch die Staubexperimente hochinteressant, wie die Erosion der Ringe. Da sind wir schon bei der Frage Nummer 3. Wie lang ist die Lebensdauer der Saturnringe und wann sind diese entstanden? Ja, also das ist ein lange währender Streit. Kogenetische Entstehung war mal lange in, aber die dissipativen Prozesse deuten echt darauf hin und auch die Erosionsraten, Erosion durch Mikrometeoritenströme, die wie ein Sandpflaster die Ringe sozusagen dezimieren. Und da konnten wir natürlich mit Cassini auch nicht nur die direkten Teilchen, die von den Satelliten bzw. den Ringen mit unserem schönen Suppentopf auffangen, sondern auch die interstellaren oder interplanetaren. Und die sind eben deutlich, die Flüsse sind deutlich höher, als man dachte, sodass man davon ausgehen kann, dass also eher die jüngere Geschichte, also einige 100 Millionen Jahre, aber keine schon Milliarden Jahre eher in die Unwahrscheinlichkeit hin versinken. Also die Ringe sind eher jünger. Ich stelle mir auch vor, dass die äußeren Ringe, die Uranus und Neptun haben, wo ja nur noch Ringlets übrig geblieben sind, das sind also die, wo also noch Monde das Shepherding machen,
unter Umständen mal genau solche dichten Ringe hatten und alle anderen Orbits mittlerweile eliminiert worden sind. Also, die Ringe sind eher jung als alt. Und da hat es aber auch ein langes Hin und Her gegeben. Also von 3,8 Milliarden Jahren zur Zeit des Late Heavy Bombardments bis zu einigen 100 Millionen Jahren ist da alles drin. Aber das ist, wie gesagt, auch noch nicht ganz genau geklärt. Woran liegt es, dass Saturn sichtbare Ringe aufweist und Jupiter nicht, obwohl dieser mehr Masse hat? Warum spiralieren die Ringe nicht auf Saturn zu oder werden von seinen Monden aufgesammelt? Also A, die Ringe spiralen auf Saturn zu. Nur die Spirale, die radiale Geschwindigkeit, mit der die nach innen wandern durch die Dissipation, liegt ungefähr bei 10 hoch minus 10 Metern pro Sekunde. Das ist also, naja, das können Sie sich mal ausrechnen. Das dauert ewig. Dieses ist im Grunde genommen sozusagen Milliarden von Jahren sind da nötig, um durch viskose Diffusion und durch viskose Migration die Ringe kollabieren zu lassen. Das ist sicher beim Jupiter ähnlich. Also dort ist es im Wesentlichen Staubringe. Und zwar ist die Hauptquelle dort genauso ähnlich wie beim E-Ring von Saturn. Der E-Ring von Saturn ist durch die Geysire von Enceladus geboren. Die Ringe von Jupiter gehen im Wesentlichen auf das Wirken von A auch Monden ab zurück. Das heißt also, es gibt in der Region Monde, die ständig erodiert werden und Staub absondern, beziehungsweise Staublieferanten darstellen. Und das bedeutet, dort ist jedenfalls kein dichter Ring in unserer Zeit beobachtbar. Das kann durchaus bedeuten, dass vor einigen Milliarden Jahren Jupiter ebenso einen sehr, sehr dichten Ring gehabt haben kann. Aber wenn diese Zeitskalen eben, wie gesagt, keine Milliarden Jahre sind, sondern eher einige entweder zig Millionen oder 100 Millionen Jahre, dann ist die Phase der Beobachtung uns eben leider nie gegeben. Ja, wir haben in dem Sinne Glück, dass wir die Saturnringe in dieser Pracht sehen. Die Abhängigkeit von der Masse ist auch noch die große Frage. Ob das sozusagen so ein entscheidendes Kriterium ist. Ganz sicher sind die ganz massiven Planeten in der Lage, mehr Targets zu beherbergen, also Targets für Projektile wie Asteroiden oder Kometen. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, einen großen Ring auszubreiten, ist dort größer. Das stimmt. Aber wie gesagt, wenn dieser Planet solche Ringe hatte, dann spiralen die genauso auf den Zentralkörper zu, wie sie das am Saturn tun. Aber wie gesagt, die Entstehungsgeschichte ist entscheidend, wie massiv der Ring ist. Das hängt also wirklich von dem Ereignis ab. Okay, dann nächste Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Würde sich ein hypothetisches Ringsystem im wesentlich weiteren Abstand zu einem Mond aggregieren? Ja. Die Antwort ist ja. Wenn wir die Ringe halten sich lange. Das ist sozusagen die Haltbarkeitsdauer der Ringe sind gegeben, ob sie innerhalb oder außerhalb der sogenannten Roche-Grenze liegen. Und die Roche-Grenze ist eine markiert die Grenze des Überlebens eines Körpers in einer bestimmten Größe. Und wenn das dichte Ringe sein sollen, müssen das Körper sein, die also sozusagen einige 10 Meter überleben und so weiter. Und die Roche-Grenze liegt ungefähr beim F-Ring. Das ist der kleine, dünne Ring, der außerhalb des A-Rings ist, also außerhalb der Hauptringkante.
Das heißt, die gesamten A, B, C-Ringe und auch D liegen innerhalb der Roche-Grenze. Dort kann nichts akkretieren, dort zerreißt die Gezeitenkraft des Planeten alles wieder in Bits and Pieces. Das bedeutet also, die Antwort ist ja. Und wie schnell das geschehen würde, hängt davon ab, wie weit sie draußen sind und wie viel Masse das gesamte System, also der Ring hat. Das würde nicht allzu lange dauern. Das heißt, außerhalb des A-Rings hat man überhaupt nur noch Kleinmonde wie Pandora, Prometheus und so weiter und so fort, die sozusagen früher sicher mal Ringmaterial waren. Wann ich angefangen habe, an Cassini bzw. dem CDA mitzuarbeiten, mein Projekt habe ich eingebracht 1995 und bin dann 1996 als Co-Investigator des CDA, Cosmic Dust Analyzer Teams, eingestiegen. Unter Führung damals von Professor Grün, Ralf Sramer ist jetzt und Sascha Kempf sind diejenigen, die jetzt die Mütze auf haben. Eine wunderbare Zeit, die mir also dann die Gelegenheit gegeben hat, nicht nur bei Cassini, ich habe ja auch bei Galileo und bei Ulysses mitgemacht. Und das ist schon ein großes Glück, dass ein Großteil meiner Lebensarbeitszeit, ich bin ja nun seit 6 Monaten emeritiert und kann hier in der Hängematte zu Hause meine Hobbywissenschaft noch weitermachen und habe auch endlich mal Zeit dafür, obwohl ich immer noch 3 Doktoranden habe, an denen ich mich sehr erfreue allerdings. Okay, siebtens, eigentlich müssten sich, die Fragen werden alle von Caroline Liefke gestellt, ist ja erstaunlich, eigentlich müssten sich die Ringe durch Reibung und Stöße doch aufheizen und die Eisteilchen sollen dabei schmelzen. Das ist eine Sache, die kann man relativ einfach ausrechnen. Das hat immer was mit Temperatur zu tun. Und dort draußen ist die Gleichgewichtstemperatur an den Ringen 70 Kelvin. Wenn man das in Celsius umrechnet, sind das minus 200 Grad. Außerdem bedürfte es dann großer Impact-Geschwindigkeiten. Die Ringe bewegen sich schnell. Viele zig Kilometer pro Sekunde. Die Relativgeschwindigkeiten, die sogenannte granulare Temperatur oder die Wurzel derselben oder die sogenannte Geschwindigkeitsdispersion liegt bei Millimeter pro Sekunde bis, wenn es hochkommt, Zentimeter pro Sekunde. Nun lassen Sie mal 2 Zentimeter große Eiskrümel mit Millimeter pro Sekunde stoßen. Das juckt das Schmelzen nicht im geringsten. Die schmelzen nicht. Frage 8. Wie war das eigentlich in den 18 mit dem wissenschaftlichen Austausch zwischen Ost und West? Ja, das ist eine gute Frage. Da könnten wir den Abend gleich durchaus verlängern. Dann mache ich mir jetzt und hole mir jetzt noch schnell ein Bier. Da gab es nicht viel Austausch. Wir hatten kräftig mitzuforschen am Interkosmos, aber ich hatte einen unglaublichen Superchef, der leider schon vor 5 Jahren viel zu früh gestorben ist. Gut, wann wäre es ihm gerecht gewesen? Aber gut, okay. Professor Müllmann hat mich mit einer Aufgabe betraut, mich um das epochale Problem des Bastelns von Planeten zu kümmern. Und da hatte ich einen riesen Stapel an Paper und da sollte es also darum gehen, wie planetogonisch Planeten entstehen und so weiter und so fort. Und da ist mir ein Stapel Science and Nature Paper unter die Hand gekommen, das war die gesamte Voyager-Mission. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Idee zur Erklärung einiger Strukturen im Saturn, ich würde das viel lieber machen, könnte ich denn nicht damit anfangen, mir diese Dinge, die also hier in den Vorbeiflügen am Saturn von Voyager geschildert werden, ich hätte das und das. Und da hat der Müllmann zu mir gesagt, gut, wenn es unbedingt sein muss, dann wirst du ganz sicher ungefähr nach einem Jahr hoffentlich ordentlich was publiziert haben in einer referierten Zeitschrift. Denn wenn das gelaufen ist, dann kannst du mit dem Thema weitermachen. Und ich hatte nach einem Jahr tatsächlich mein erstes Icarus-Paper. Das war 1987. Und dann folgten auch noch einige. 1989 kam dann, wie gesagt, das Nature. Und das war's. Und ach, jetzt sind Sie damals zum Saturn als Forschungsobjekt beziehungsweise zur Planetologie gekommen.
Eigentlich habe ich als Theoretiker angefangen, in Halle mich um das epochale Problem der superfesten Biergläser zu kümmern. Das war also Festkörperphysik. Und da war ich ganz gut unterwegs. Und bei dem Theorieprofessor hatte ich tatsächlich auch damals ein Forschungsstudium in Aussicht. Das bedeutet in 2 Jahren eine Promotion. Da ging es darum, Ionenaustausch an Gläsern zu simulieren bzw. theoretisch zu modellieren. Das hat gut geklappt. Und ich, als ich meiner Frau, die in Berlin gebürtig ist, das Mikrofon ist, glaube ich, gerade ausgegangen. Insofern konnten wir alles ab Ihrer Frau in Berlin nicht hören. Ich weiß nicht, ob Sie irgendetwas geändert haben an dem Setup. Ich bekomme hier, dass Ihr Mikrofon nicht angeschlossen ist als Warnmeldung. Die Frage ist, wenn Sie, also erstmal, wir entschuldigen uns natürlich für die Unterbrechung, kleine technische Schwierigkeit. Frage ist, wenn Sie in StreamYard unten auf Einstellungen gehen und auf Audio, ob Sie dann da direkt noch etwas an oder ob vielleicht einfach der Kopfhöreranschluss jetzt gerade irgendwie etwas da vielleicht mal am Stecker wackeln, dass einen Unterschied macht. Wackeln hat man gemerkt, aber das scheint keinen Unterschied gemacht zu haben. Wenn Sie vielleicht an der Stelle jetzt an die Einstellungen gehen zum StreamYard und im StreamYard-Fenster unten und dann auf Audio, ob Sie dieses Kopfhörermikrofon wieder anwählen können da? Jetzt? Ja, Ton ist wieder da. Das Letzte, was man gehört hatte, ist, was mit Ihrer Frau in Berlin. Meine Frau war also nicht so begeistert von der Aussicht, dass ich meinen Doktor in 2 Jahren in Halle machen kann. Aber mein Chef damals, der Professor Lokes, hat mir dann eine Stelle am Institut für Kosmosforschung verschafft. Eine Sache, die Astrophysik hat mich auch schon immer interessiert. So bin ich also dann zur Space Science gekommen und auch zur Planetologie. Astronomieunterricht und Astronomie AG war ich in der Tat schon seit der ersten Klasse. Aber Astronomie konnte man kaum in der DDR studieren, deswegen also Physiker. Okay, gab es auch noch andere Forscher, die bereits Moonlets vorhergesagt hatten? Nee. Da können wir stolz sagen, da habe ich mit angefangen. Es gab auch Leute, die mich da belächelt haben, könnte man nie sehen. Wie gesagt, 200 Propeller. Und es leuchtet ja ein, wenn es nach den Ringen an der Außenkante des A-Rings viele, viele 2-3 Kilometer große Monde gibt. Adrastea und Pandora, Prometheus und so weiter und so fort. Habe ich jetzt nicht alle parat. Dann ist es doch nie unlogisch zu fragen, ja, kann gut sein, dass in den Ringen eine Menge mehr rumdümpelt. Man sieht sie durch die hohe Albedo der Ringe einfach bloß nie. Das ist genauso. Man muss sie tatsächlich indirekt aufstöbern anhand ihrer Strukturen, die sie an Unsinn oder an Unruhe, die sie in den Ringe bringen, hineingravieren und dann kann man es natürlich entdecken. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, Körper größer als Einfamilienhäuser sind im Ring nicht stabil. Andererseits gibt es aber doch die Moonlets. Ja, der Punkt ist, gute Frage. Wenn alles aus Gemüse von Mikrometer, Zentimeter Teilchen zu größeren zusammenwachsen soll, dann lagert sich das an und hat eine Resistenz oder Entspannungs sozusagen Vektor, ein sozusagen Zusammenhalt, also man könnte sagen Young's Modulus, der von losen Schnee vielleicht zeugt. Während wenn ich also Eis kaputt kloppe, richtig kristallines Eis, hat das ein Young's Modulus von, na nun nicht gerade Stahl, aber auf jeden Fall kann man also die Gezeitenkraft der Sonne, die Gezeitenkraft des Saturn dort
getrost auf einen Kilometer großen Eischunk loslassen, ohne dass der kaputt geht. Aber ein Aggregat zusammengesetzt aus losen Schneebällen, die alle sozusagen Zentimeter oder Subzentimeter oder Dezimeter groß sind, das zieht es total auseinander. Das heißt, kristallines Eis als Kern oder Core ist gut genug, um tatsächlich auch Monde in den Ring selbst doch zu etwas größeren Objekten wachsen zu lassen. Ich hoffe, dass das Antwort genug war. Jetzt Frage, ich habe gelesen, dass die Ringe der Planeten teilweise wieder verschwinden, ja, und geologisch gesehen eher ein kurzlebiges Phänomen sind. Ist das richtig? Ja. Und ich denke auch, dass in guten Saturnring das bevorstehen wird. Der ist sozusagen jetzt doch in der glücklichen Lage, seine ganze Pracht sozusagen strahlend auf uns leuchten, aber auch dort wird die Dissipation all das sozusagen den Weg alles irdischen Ebenen, denn auch dort werden alle die Materie durch Dissipation irgendwann mal im Planeten landen oder durch Erosion und durch Plasma Drag auch mit ins All hinausgezerrt worden sein. Gibt es Abschätzungen, wie oft es zu Kollisionen im gesamten Ring kommt? Das gibt es und die brauchten wir auch. Ich habe also hier einen Teil aus dem Vortrag schon rausgenommen, wo es gerade darum ging. Die Stoßfrequenz ist ungefähr 10-mal die optische Tiefe, 10 bis 15. Das bedeutet, es sind pro Orbit, also pro Orbitumlauf, dass jedes Teilchen stößt, also wenn wir eine optische Tiefe von 1 haben, so ungefähr 10 bis 15 Mal mit einem anderen Teilchen zusammen. Die optische Tiefe im B-Ring kann bis zu 5 hoch sein. Das bedeutet also, dass die Ringe sind ein fluides, granulares Gas, was also kollisionsdominiert ist. Warum sind die einzelnen Ringabschnitte so unterschiedlich opak? Das ist eine ganz fiese Frage. Oder eine ganz gute Frage. Kann man nicht so schnell an. Das hat durchaus was damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass unterschiedliches Massenangebot da war. Vielleicht war auch das Target sozusagen schuld daran. Das hat damit zu tun, welche Region welches Massenangebot hatte. Vielleicht hat es auch in mehreren Etappen stattgefunden, sodass also eine Region andere Target-Materialien hatte, nicht bloß ein Satellit eine Rolle spielt. Es kann ja in einer gewissen Zeit gewesen sein, dass mehrere Target-Satelliten in die nähere Umgebung in der Röschzone des Saturns um den Planeten rumkreist. Hat Cassini im Saturn auch Spokes beobachtet? Ja, das hängt davon ab. Man hat sie nie in allen Phasen gesehen. Also als man ankam, war Winter, wie ich schon sagte, die Schattenwürfe waren in der Nordhalbkugel. Die Spokes beobachtet man nur am Äquinox, also da, wo die Sonne an den Ring untergeht. Relativ gut. Das war auch bei Voyager 2 beim Vorbeiflug mit dem Saturn so. Da hatte man so die Schatten der Ringe waren praktisch nur ein schwarzer Streifen, falls sich jemand an die Bilder von Voyager 2 erinnert. Die Entstehung liegt daran, also im Wesentlichen hängt es daran, dass die Ringe natürlich ein großer Detektor, ein großer Wirkungsquerschnitt für alle Mikrometeoriten, für die Sandpflastern durch Mikrometeoriten oder Meteoriten überhaupt sind. Und die erodieren stetig, aber auch mit größeren Ereignisepisoden die Ringe. Und es kann dazu kommen, dass es also tatsächlich bei einem größeren Schauer von Mikrometeoriten viel Staub und Nanometerstaub die Ringebene, die granulare Ringebene verlässt. Und sobald Staub sich über die hellen Ringe legt,
haben die Stabteilchen ganz andere Streueigenschaften. Sie sind Vorwärtsstreuer oder im Gegenlicht der strahlenden Ringe machen sie plötzlich dunkle Spuren. Sie werden auch nicht mit dem Kepler-Gesetz rumgeführt, sondern sie rotieren mit dem Magnetfeld, sind aber nicht lebensdauerig, rotieren nur eine gewisse Zeit und fallen dann sozusagen wieder in die Ringebene zurück, werden also resorbiert und verschwinden dann wieder. Dieses Phänomen ist immer da, beobachtet werden kann es nur gut, wenn wir keine großen hohe Sonneneinstrahlung an den Ringen haben, sondern tatsächlich die Staubwolken, wenn sie eleviert sind, tatsächlich von der Sonne an der Seite eingestrahlt werden und dann auch tatsächlich wie dunkle oder auch helle Schatten, je nachdem, wie die Geometrie der beobachtenden Kamera ist, in Erscheinung treten. Ich hoffe, die Antwort war ausführlich genug. Speichenentstehung, der große Meister war der Eberhard Grün. Der könnte noch viel mehr sagen. Der hat es natürlich damit zu tun, wie die Aufladung ist in der Zeit und so weiter. Das ist nicht ganz einfach, weil das natürlich ein Plasma-Staubeffekt ist. Das ist auch nicht ganz so simple Theorie. So, gibt es einen Jupiterring, der auf die vulkanische Aktivität des Io zurückzuführen ist? Ja, es ist kein Ring, sondern das sind, wenn alle da mal interessiert sind an Herrn Pössels Frage, Stream Particles. Wenn man das eingibt, dann wird einem klar werden, Ulysses und Galileo hat beim Anflug periodische Staubstürme entdeckt. Und das sind Spiralen, die von Io ausgesandt, das ist wie so, stellt euch einen Rasenmäher, einen Rasensprenger vor, der da vor sich hinkreist und dann greift das Plasma, also das Plasma des Sonnenwindes, diese Teilchen auf und ein Großteil verlässt in bestimmten spiralischen Bahnen den Planeten. Und wenn die Raumsonde ankommt, gibt es mal eine Crest, also eine Erhöhung dieses Stroms, dann wieder eine Erniedrigung. Also wenn man so eine Spirale durchfliegt, hat man mal einen Spiralarm, mal keinen, mal wieder einen, mal keinen. Und diese wellenförmige hat man schon, ich weiß gar nicht wie weit, das war erheblich vor der Ankunft am Jupiter schon entdeckt. Selbiges hat man auch am Saturn entdeckt. Dort sind es tatsächlich die Geysire des Enceladus. Nur dort ist der Stream-Particle-Effekt wesentlich geringer als bei Io ist ja schon ein Meister der Vulkane. Das sind ja nicht bloß Geysire. Ja, gibt es, ja, also Jupiter 17. Gehen Sie davon aus, dass alle Ringe Ergebnisse eines einzelnen? Nein. Kann durchaus eine Kaskade sein. Es hängt A vom Angebot der Targets ab, auch B von der Schar der Projektile. Das sind im Grunde genommen, ist mir schon klar, das sind, also das hängt wirklich von den diversen Situationen ab. Also die ausgedehnte Gestalt des Saturnrings deutet darauf hin, dass hier doch größere Regionen im Spiel gewesen sein müssen. Josh Colwell und Larry Esposito in Boulder, die haben also solche Zerbröselung von Satelliten ausgerechnet. Die wären gar nicht so riesig in radialer Ausdehnung, die Ringe. Die sind vielleicht ein paar hundert bis tausend Kilometer, aber keine hunderttausend Kilometer. Das heißt, auch noch ein Rätsel, wie das vonstatten gegangen sein muss. Fakt ist, kogenetisch können sie nicht sein. So, weiter. Danke für den Hinweis, Herr Pössl. Ich verstehe schon, ich muss darüber bloß schmunzeln. Wie sieht das mit Magnetfeldern aus? Haben die Einfluss auf die Ringe? Auf die dichten Ringe nicht. Auf die Staubringe, also auf den E-Ring, also all die Geysirteilchen oder den F-Ring oder die Spokes, von denen die Rede war.
da sind sie ganz entscheidend, weil die Lorentzkraft bei Submillimeter-Teilchen anfängt. Bei Mikrometer-Teilchen eine entscheidende Kraft ist, bei Nanometer-Teilchen ist es die dominante Kraft. Da kann man sich die Gravitation in den Skat drücken. Also die richtigen Erosionsteilchen, der sogenannte Ring Rain, von dem am Anfang die Rede war, bei dem Einspieler, den die NASA gemacht hat. Dieser Ring Rain ist tatsächlich Erosionsmaterial aus dem Ring, der sozusagen als Blitze in den Wolken in der nördlichen und südlichen Hemisphäre Saturns verschwinden. Und das sind Teilchen, die tatsächlich die Magnetfeldbahn entlang spiralen. Und da ist natürlich das Magnetfeld entscheidend. Hier kommt jetzt keine weiteren Fragen. Ich danke auf jeden Fall für die, also die angeregte Diskussion. Das ist erstmal mein So, also da möchte ich auf jeden Fall jetzt hier weiter huschen. Und zwar, möchte sozusagen jetzt Werbung für die nächste Veranstaltung, Faszination Astronomie Online, im www.hausderastronomie.de und so weiter und so fort, fasci-astro-online. Das ist der Donnerstag, also übermorgen, der 5. Mai um 19 Uhr, Zukunft der Röntgenastronomie von Professor Dr. Jörn Wilms, zumindest ein Name, der mir bekannt ist, von der Universität Erlangen-Nürnberg. Das möchte ich also sozusagen auch allen ans Herz legen. Sicher eine hochinteressante Sache. Also Röntgen- und Gamma-Blitze im Universum deuten dann immer auf große energetische Prozesse hin. Denke ich schon, dass Sie vielleicht wieder einschalten. Und wenn Ihnen alles hier in dieser Vortragsreihe gut gefallen hat, dann wäre es ganz schön, wenn dieser YouTube-Kanal des Hauses der Astronomie abonniert würde. Das wäre noch mit großem Dank der Veranstalter verbunden. Und natürlich wird sich das sicher auch lohnen. So, ich danke Ihnen also für Ihre lange Geduld. Wir haben es also auch schon 8:30. Und ich hoffe, dass Ihnen der ganze Vortrag etwas gegeben hat. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche.